Tag halten wir inne, Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen, möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum heutigen Mittagsgebet aus der Heilandskirche in Graz. Eine große Stadtgemeinde, eine große alte Kirche, mitten in der Grazer Innenstadt. Mein Name ist Andreas Binder und ich freue mich, das heutige Mittagsgebet mit Ihnen feiern zu dürfen. Wir feiern im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten aus dem 27. Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Die Losung für den heutigen Tag steht im Psalm 5. Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Was war nicht schon alles einmal mein Gebet in aller Frühe, die Gedanken noch voller Traumreste? Ein fröhliches Lied, ein leises Summen, ein Ohrwurm unter der Dusche, ein Seufzen, ein tiefes Durchatmen, ein müdes Brummen, ein Augenschließen, ein Hinschmeißen, ein Lachen, ein Weinen, ein Fragen, ein Tanzen. Und in all dem liegt die Sehnsucht nach Antwort. Es braucht seine Zeit, bis ich angekommen bin im Licht des neuen Tages, bis ich die Augen überhaupt aufbekomme und bereit bin, den Blick zu weiten für die Antwort Gottes. Die bekomme ich immer dann, wenn ich mich öffne an ungewohnter Stelle, wenn ich es zulasse, die Perspektive zu ändern und einmal durch Gottes Augen zu schauen. Da findet mein Gebet Erhörung, wenn ich mich bewege und einen mutigen Schritt gehe. Da kommt Gott mir entgegen und lässt mich schauen auf das Leben im Licht eines neuen Tages. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die am Rande unserer Gesellschaft stehen und die, die schon über den Rand gefallen sind.
für die Verlorenen und die Verlierer. Wir bitten dich für alle, die auf der Suche sind, für die, die heute eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, für alle, die Verhandlungen führen, die auf das Leben von Menschen und Völkern Einfluss haben werden, für alle, die in unserer Zeit die öffentliche Meinung beeinflussen, für alle, die schreiben, was andere lesen. Schenk Frieden und Liebe und Versöhnung. Was uns auf dem Herzen brennt, das legen wir in deine Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Und bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Geht hin in diese Woche unter dem Segen Gottes. Gott segne dich, behüte dich. Gottes Antlitz hülle dich in Licht und sei dir zugeneigt. Gott schaue dich freundlich an und schenke dir Frieden. Amen.